Und damit willkommen zurück hier bei Let's Play Anno 2070. Wir befinden uns gerade auf dem Weg, die Service-Spots noch weiter auszubauen, obwohl wir damit gerade erst begonnen haben. Bauen hier noch zwei davon hin und zwei davon und schon haben wir die Produktion ausgebaut. Wunderbar, das ging schnell. Gut, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber ich mache heute mal Überlänge. Keine Sorge. Noch ist nicht vorbei. Windrad. Gut. Das Ding hier baut auch munter vor sich hin. War noch zwei Stufen davon, dann sind wir damit auch schon fertig. Wow. Es geht echt schnell. Die sollten jetzt langsam ihre Service-Spots bekommen und das tun sie auch. Allerdings kriegen sie in zwei anderen Sachen im Moment nicht genug, nämlich in Biodrinks und in den Pasta-Gerichten. Die Biodrinks werden wohl daran liegen, dass wir hier oben... Nee, die Obstplantagen werden davon ja nicht beeinflusst. Was mit Milch? Von der Ökobilanz meine ich. Ach, wir haben hier minus 8. Nur, weil hier Flussklärwerk. Na gut. Produktion gestartet. Das läuft alles auf normaler Geschwindigkeit. Alles klar. Dann müssen wir die Produktion wohl oder übel noch weiter ausbauen. Schätze ich einfach mal. Wir haben hier... Ach, herrje. Milch und Früchte haben wir ja ewig viele hier. Und hier hat Dr. Bartok auch noch eine... Übernehmen wir das auch mal. Warum nicht? Aber warum haben wir hiervon so viel? Das, Moment. Das muss ich überprüfen. Biodrinks brauchen zweimal Hersteller und einmal Feld jeweils. So, wir haben hier Obstplantagen an der Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Und wir haben an Biodrink-Herstellern 2? Soll das ein Witz sein? Da ist irgendwas schiefgelaufen, oder? Ich guck mal kurz ins Statistikzentrum, ob das stimmt. Das kann ich mir gerade eigentlich gar nicht vorstellen, dass wir da so einen Mist gebaut haben. Also ich bin schuld. Aber, naja, überprüfen wir das mal kurz. Also, wo sind denn hier die Biodrink... Ach so, das ist, alphabetisch geordnet. Na gut. Biodrinkhersteller 2 Stück. Okay. Obst braucht man aber nur dafür. Heißt also, wir haben viel zu... Ach so, nee, wir brauchen zweimal Obst für einen Biodrink-Dings. Biodrink-Hersteller. Habe ich falsch rumgeguckt, aber das, ne? Und einmal Milch. Wo haben wir denn Milch? Molkerei. 2 Stück nur. 2 Molkereien. Kein Wunder, dass wir dann nur 2 von den anderen Dings haben. Aber warum haben wir dann Obstfarmen? Wo ist die Obstfarm? Obstplantage. 8 Stück. Dann brauchen wir hier noch 2 weitere Molkereien. Okay, 2 weitere Molkereien kommen sofort. Verdoppeln wir die Produktion sogar noch, ne? Sind 5 an der Zahl in der Breite. Diese beschissenen Felder hier wieder. Ich reg mich auch über jede Feldart auf, oder? Ja, also vor allem bei den blöden Ekos. Die Tycoons haben das ja nicht so blöd. Nur die Ekos machen hier diesen Mist. Energieversorgung mangelhaft. Mit den Feldern. Ich meine, guckt euch den Krampf doch mal an. Das ist doch Schwachsinn, wie groß die sind. Ja. Wer denkt sich denn sowas aus? Also auch die Ekos müssten eigentlich klug genug sein, zu erkennen, dass die Erde davon viel zu voll gebaut wird von dem Zeug. Ja, aber ganz klar. Warentransport auf Handelsroute. Okay, wir brauchen hier noch Rohstoffe. Das macht aber gar nichts. Das holen wir uns mal schnell. Dann laden wir hier einfach wieder unser Supportschiff mit ganz viel Zeugs. Egal, was da oben benötigt wird. Ich gucke jetzt auch nicht nach, weil ich dafür zu faul bin. Wir haben es jedenfalls. Und hiermit holen wir nochmal neues Werkzeug, weil das oben immer gebraucht wird. Auf geht's. Glas. El Glaso. 60 Tonnen.
Auf geht's hier hoch. Wir brauchen noch zwei davon und ein und Offshore-Windräder, um hier die Energieknappheit zu, ne, zu regeln. Wie bitte? Gut, gleich nicht mehr. Solchen Gefahr eingedämmt. Das war ja auch lang genug hier unten. Dadurch sind bestimmt ein paar abgestiegen Gebäude, aber naja. Da machst du nix. Müssen wir später irgendwann nochmal die Steuern runterstellen, damit die alle wieder einziehen können. Aber vorher lassen wir es dabei. Ich meine, Achtung, wir haben ja jetzt nicht unbedingt Geldprobleme. Wir schwimmen auch nicht in Geld, aber wir haben auch keine Geldprobleme. Auf jeden Fall brauchen wir Glas. Das ist wichtig hier oben. Und den Rest haben wir. Einmal da, einmal da. Zwei Stück, warum nicht? Das hier sind die Biodrinkhersteller. Gut. Dann... Registriere Anteilskauf. Was bitte? Warum kauft die denn immer noch diese... Das kann doch nicht wahr sein. Blödes Vibe. Also da werde ich fuchsig. Da werde ich fuchsig. So, wir bauen noch ein paar mehr hier hin, damit wir das Ding hier abreißen können. Das war ja nur am Anfang mal wichtig. Aber ohne das Kohlekraftwerk wird die Ökobilanz ja auch nochmal ein bisschen steigen. Und wir hatten eben die Probleme auch mit Pasta-Gerichten. Gucken wir mal, wo wir die herkriegen insgesamt. Pasta. Hier war Pasta. Die kriegen wir von da unten, okay? Von hier. Echt? Von hier? Ah ja, hier haben wir die 8,73%. Bedeutet also, wir werden hier auch mal ein... Nee, Moment mal. Teigwaren. Wir haben hier immer noch diese Goldwaschanlagen. Wie viel Gold haben wir hier eigentlich? Wir müssten hier doch echt in Massen Gold haben, oder? Ich reiß mal zwei davon ab. Ich denke nicht, dass wir die brauchen. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Wir haben ja letztes Mal irgendwann hier Goldwaschanlagen hingebaut. Von wo aus das hier rüber transportiert wird, um das hier zu kompensieren, dass wir hier weniger haben. Bedeutet also, die können wir eigentlich abreißen. Gut. So, du Schiff kannst zurückkommen. Mal kurz hier oben. Wie weit sieht das hier aus? Okay, ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir ja bereits. Von dem Modul. Und wir brauchen insgesamt für das Ding hier eine Nanofiltrationsanlage. Und dafür haben wir gleich die zwei Voraussetzungen. Allerdings brauchen wir dafür noch drei Generatoren. Die können wir mal kurz herstellen. Das sollte nicht zu lange dauern. Vor allem nebenher ist ja dann auch kein Ding. So. Und ansonsten... Ein fortschrittlicher Turbinenprototyp. Den müssen wir auch auf jeden Fall noch irgendwo herkriegen. Ansonsten wird das nichts. Wie läuft's? Aber ich... Alvinischer Ionenkatalysator. Gibt's doch nicht. Den holen wir uns. Haben wir ja eigentlich noch einen Auftrag? Hier, ne? Zwei Stationen. Oh weh. Ich glaube, das wird ja angehalten, wenn man... Handelsroute ineffizient. Die den Auftrag angenommen hat. Also den die Eskorte. Beziehungsweise die Zeit läuft nicht mehr weiter. Da gibt es keine Zeit mehr. Heißt, das können wir mal kurz machen nebenbei. Wir starten das einfach und dann ist das auch kein Thema. Weil die Schiffe, ne, wenn da ein anderes Schiff ankommt, sind die anderen direkt Matsch. Das dauert nicht lange. Die schießen einmal kurz. Haben wir ja schon mal gesehen, wie das aussieht. Das war sehr amüsant. Finde ich jedenfalls. Bei diesem Auftrag bin ich auf Ihre Mitteilung. Ja. Wunderbar. Eskortieren Sie das Schiff. Nee. Wir haben trotzdem nur 10 Minuten. Welches Schiff hat denn jetzt den... Das hier. Okay. Huch. Na, ich sag ja, ne, das ist... kein Ding. Ach, das andere ist schon da. Okay, gut. Ja gut, das, die greifen anscheinend nur das Schiff hier an, also alles kein Thema. Wir warten mal kurz ab, bis das da ist. Dann können wir das nämlich direkt zur nächsten Station schicken. Ja, ach so.
Das muss erst erforschen hier. Kundschaften. Die anderen folgen ja automatisch. Nein, wir haben nur ein Gut. Dann hier unten hin. Wir holen uns den albinischen Ionenkatalysator. Aber Rechnung, ja, der macht keinen. Der ist echt praktisch. Damit können wir nochmal ein schönes. Aha, fortschrittlicher Turbinenprototyp. Wir haben anscheinend gerade schon relativ viel Glück, ne? Um das hier alles herzustellen, was wir herstellen wollen. Das trifft sich gar nicht mal so schlecht. Hinterhalt. Blödsinn. Wenn hier ein Hinterhalt kommt, dann bin ich das ja wohl. Ja, durch Handel. Ja, müssen wir noch ein bisschen erwirtschaften, aber das kommt auch noch mit der Zeit. Hier unten mussten wir die Ökobilanz auch noch erhöhen, damit die Felder hier, die Teigfelder und so, besser sprießen. Gemüse tut das nicht so viel an, aber dem Hartweizen leider schon. Moment mal, was? Goldvorkommen. Oh, das ist nicht so gut. Haben wir hier unten schon... Ne, haben wir nicht. Gut, dann... Die übernehmen wir mal. Wir versuchen jetzt nach und nach alle Anteile zu übernehmen, damit die endlich mal weg vom Fenster ist. So, wo dauert es denn am wenigsten lang? Überall gleich lang, okay. Ja gut, das Gold... Da haben wir noch ein bisschen Toleranz. Das ist noch nicht direkt weg alles. Das heißt, wir werden hier einfach mal zwei Goldfilter herstellen gleich. Und wenn die fertig sind, dann schicken wir das da runter. Und, na, das reicht dann schon von der Zeit her. Ich denke nicht, dass die oben dadurch jetzt direkt rebellieren werden und alle gehen. Das hoffe ich mal. Gut. Dennoch müssen wir die Ökobilanz hier unten irgendwie verbessern. Das schaffen wir aber nur, indem wir da irgendwas hinbauen, was die auch verbessert aktiv. Ich tendiere ja wieder zum Flussklärwerk. Nur ich weiß nicht, welche wir hiervon noch brauchten. Können wir mal kurz die Kette angucken davon. Man braucht einen für... Ah, okay, gut. Wir haben... Drängen, aber die Zeit läuft. 1-1 ist das also ausgerichtet. Wir haben hiervon 6 Dinger, also 6 Juweliere. Warnung. Bedeutet also, wir haben genau auch 6 Goldschmelzen. Heißt im Klartext, wir bräuchten insgesamt 6 Goldwaschanlagen. Und hier haben wir 1, 2, 3... 5 Stück, mehr geht auch nicht. Das bedeutet also, wir können hiervon noch eine abreißen. Reißen wir mal die ab, weil die weiter weg ist. Wir haben also 3 freie Flussbauplätze und wir brauchen für die Pasta-Dings nur einen. Na gut, dann ist Flussbauplatz etwas blöd. Gut, dann werden wir das mit Ozone-Maker-Stations hier oben ausgleichen. Das ist ja kein Problem. Außerdem werden wir davon nur 2 hier hinbauen. Denn die Ökobilanz Handelsroute ineffizient. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Da muss man jetzt auch nicht über 5000 kommen oder over 9000. Das reicht, wenn wir hier nur über ein bisschen als 0 kommen. Also wir bauen hier 2 Ozone-Maker-Stations hin und fertig. Da hat sich dann das hat sich dann... Nein, die doch nicht. Das hier. Schon ein krasser Unterschied mit dem Radius, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Energie die brauchen. Ich glaube 120. Das Coole ist, man kann die echt so direkt nebeneinander bauen. Ja, so nicht. Das ist zu nah. Also direkt nebeneinander geht nicht, aber das hier geht. Sieht schon sehr lustig aus, vor allem, weil die sich quasi jetzt schon selber zerhäckseln. Naja, wir haben auf jeden Fall genug Energie jetzt. Was heißt auf jeden Fall? Ich hoffe mal. Minus 60 Energie nur. Ach, gibt's doch nicht. Ich bin auch ein kleiner Depp, ne? So, einmal das dahin. Glas? Haben wir nicht mehr. Mist. Dann holen wir nochmal eine Fuhre Glas ab und dann bauen wir gleich noch eine Ozone-Maker-Station hier hin. Oder Ozone-Maker-Station. Ich sag Ozone-Maker-Station. So ein cooles Denglisch. Sollte eigentlich passen vom Sinn her. Spiel. Noch einmal kurz hier. Alles klar, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. In der nächsten Folge. Bis dahin.